So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und ich habe das Starter-Kit, The Best Way to Learn to Play, in die Hände bekommen. Das ist das Arena-Starter-Kit 2022, auch wenn es nicht mehr draufsteht als Arena-Starter-Kit. Es ist nur noch Starter-Kit. Magic-Starter-Kit. Geil. Ja, gucken wir mal rein. Wir haben hier ein Produkt vor uns, was noch nach dem alten Frame funktioniert. Das heißt, wir haben Plastik da drin. Oh nein, da ist Plastik drin. Dafür ist da wesentlich weniger Pappe drauf. Aber dafür sehr viel mehr Plastik. Ah, so. Einmal für die Leute, die sowas hassen, wenn man das so aufmacht. Habe ich getan. Dann haben wir hier zwei solche Deckboxen, sag ich mal. Okay. Dann haben wir so ein FAQ, Starter-Kit. Welcome. Wie funktioniert Mana? Wie funktioniert Magic? Okay. Und dann haben wir zwei Decks. Und diese Decks gucken wir uns jetzt mal an. Na komm. Wenn man nur noch Pappe gewohnt ist aufzumachen, nur aus Plastik, doch ein bisschen anstrengend. Wir haben auf der einen Seite hier den Welcoming Vampire. 3-3 fliegend. Immer wenn ein oder mehr Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger ins Spielfeld kommen, dürfen wir eine Karte ziehen, darf man nur einen Bruno machen. Und Thundering Raiju. 4-3 Eile. Wenn er angreift, legen wir eine 1-1 Marke auf eine Kreatur. Dann fügt der X Schaden zu für die Anzahl an Modified Kreaturen, die wir haben. Other than Raiju. Okay. Das sind die beiden Front-Sachen. Dazu haben wir zwei Decks. Zwei Arena-Codes. Die beiden Face-Dinger. Plastik. Die beiden Decks. Wie immer starten wir mit dem nicht so coolen Deck, also dem nicht weißen Deck. wenn ich es dann aufkriege. Ihr wisst, ich bin bei sowas unendlich kacke. Herauszufinden, wo ich das hier aufmachen soll. Und es geht auch einfach gar nicht. Es ist nicht möglich, das herauszufinden, weil das hat gar keinen Ort zum Aufreißen. Ja. Dementsprechend, ihr müsst stark bleiben. Ihr müsst wirklich, wirklich stark bleiben. Klack. Offen. Oder sowas in der Art. Diese Kits sind extrem cool. Also diese Einsteiger-Kits hier. Weil sie so wenig kosten. Es ist so gut, dass sie so wenig kosten. Sie sind aber schon teurer geworden. Natürlich sind sie teurer geworden. Alles wird teurer. Wir haben einen Packleader. 1-2-1, wenn ein Spielfeld kommt, legen wir eine +1/+1 Marke auf ihn für jede Kreatur mit Stärke 4 oder mehr. Immer wenn wir eine Kreatur mit, mit Spell mit Mana Value 4 oder mehr spielen, kriegt er eine +1/+1 Marke. Wie immer bei diesen Packs, ich gehe so ein bisschen über die Rares drüber, erzähle euch so ein bisschen was zu dem Deck und gehe über die Uncoms und Comes nur so ein bisschen drüber. Creepy Puppeteer. 4-4-3 Eile, wenn sie angreift und genau eine andere Kreatur mit angreift, dann wird die auch zu einer Base Power 4-3. Okay. Plant Dinosaur. 3-4-4 Wachsamkeit. Wenn er ins Spiel kommt, suchen wir unser Deck nach dem Standardland und bringen es getappt ins Spiel. Wow. Wenn er kann ich angreifen oder blocken, es sein, wir haben 7 oder mehr Länder. Nett. Puh, wie viele Rares. Glorious Sunrise, 5-Mana Enchantment. Zu Beginn des Combats suchen wir uns aus. Kreaturen kriegen +1/+1 in Trampel. Länder haben Tappen für 3 Mana. Willst du eine Karte für jede Kreatur mit Stärke 3 oder mehr oder kriegen 3 Leben? Ist nicht schlecht. Ist wirklich nicht schlecht. Dann haben wir ein paar Vampire, Human Scouts. Der ist auch ganz cool. Der gibt +1/+1 Marken. Auch einfach nur, um den Raiju zu triggern. Eine Kreatur kann ich blocken. Citizen, wenn er stirbt, ziehen wir eine Karte, ist auch nicht schlecht. Sehr viele Kamms tatsächlich. Ich hasse dieses Artwork. Abrades. 3 Abrades, das ist sehr cool. Die war damals richtig teuer. Mana Bice sagt. Ja, nichts Besonderes. Ja, das war schon das rot-grüne Deck. Nicht so berauschend, aber auch nicht so unendlich schlecht. Ich muss halt sagen, ich finde. Die Mana-Base ist immer sehr, sehr schwierig bei solchen Decks zu designen. Aber man will eigentlich schon so ein Effektland drin haben. Man will einen Evolving Wilds drin haben. Nur um den Leuten zu zeigen, hey, man kann auch anders an seinen Länder rankommen. Als nur Mana tappen. Aber ja, anscheinend nicht. Genau. Dann haben wir Extraction Specialist. 3-3-2 Lifelink. Wenn ihr ein Spiel bekommt, bringen wir eine Kreatur mit Mana-Value von 2 oder weniger aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Sie kann nicht angreifen oder blocken, solange wir den kontrollieren. So cool.
So cool. Habe ich schon 4 mitgespielt. Dream Shackle Geist, 3-3-1 fliegend. Zu Beginn des Combats tappen wir eine Kreatur oder eine Kreatur und tappt nicht während des Tapp-Segments. Strong. What? What? Hullbreaker Horror, das war eine immens teure Karte, als sie rauskam. Dann wurde die in einem Ding-Deck, in einem Casual, nicht Casual, in einem Challenger-Deck reprintet. Jetzt hier nochmal, wow, what? 7-Mana, 7-8, Flash, kann nicht gekontert werden. Immer wenn wir einen Spell casten, können wir eine Kreatur oder ein Non-Land Permanent oder einen Spellzug auf die Hand geben. Wow. Consuming Tide, 4-Mana Sorcery. Ein Spieler unserer Wahl nimmt. Ne, jeder Spieler sucht sich eine Nicht-Land-Karte aus und bringt dann alle Nicht-Land-Permanenten, die nicht diesen so gewählt wurden, auf die Hand zurück. Dann ziehen wir eine Karte für jeden, der mehr Handkarten hat dazu. Okay. Das war es dann schon wieder an Rares. Wir haben hier ein paar Human Citizens, wieder mit +1 Marken. Praktisch dasselbe. Wenn er stirbt, können wir unser Deck nach einer weiteren davon durchsuchen. Das ist ganz cool. Die Offsprings. Sogar ein Vehikel, also okay. Und Seven-Tail Mentor. Okay, das ist. Es ist nicht schlecht. Also es gefällt mir. Killshot. Das gefällt mir auf jeden Fall. Hope. Das gefällt mir auf jeden Fall wesentlich besser, das Blau-Weiße. Surprise, Blackie gefällt das Blau-Weiße Deck besser. Ja, das Blau-Weiße gefällt mir wesentlich besser als das Rot-Grüne. Das Rot-Grüne finde ich ein bisschen sehr wack. Es hat viel zu wenige richtig coole Karten und hat nur so ein paar Sachen. Klar, der Drache ist mächtig, aber wirklich was los wird man hiermit auch nicht. Das Blau-Weiße ist da schon stärker. Aber beides zusammen sind zwei coole Decks für Anfänger zum Anfang. Einfach nur reingucken, wie spielt man das, was macht man hier, wie funktioniert das Spiel. Dafür ist das einfach sehr, sehr cool und ich glaube, für irgendwie 8-9 Euro ist das echt nicht verkehrt. Und ja, könnt ihr euch, wenn ihr neu in Magic seid, auf jeden Fall mal reinziehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. I Black State. Ciao, ciao.